Hey Leute, hier ist wieder eure Tina von Totally Rough Foods. Ich muss mich erstmal entschuldigen, sorry, dass ihr so lange nichts mehr von mir gehört habt. Aber ich hatte irgendwie einen kleinen Durchhänger und dann wurde meine Kamera geklaut mit meinem ganzen Material, sodass ich jetzt nochmal neu anfange und mit meinem Handy ein paar professorische Bilder habe. Ja, und so werde ich es vielleicht nicht schaffen, jede Woche was rauszubringen, aber sporadisch mache ich die Videos für euch und wieder neue Rezepte. So, aber jetzt geht's erstmal los mit unserem Trip zur Fusion 2015. Ja, und wie ein Rohköstler dort überlebt. 3 Tage wach mit Orangensaft. Wir waren 5 Tage dort und sind am Donnerstag gechillt, gestartet in Chemnitz bei schönem Wetter. Unser Auto war voller Gepäck und voller Leute. Ich hatte auch einen ganz großen Fressbeutel dabei mit ganz viel Obst und Gemüse und Nüssen, Chiasamen, Keimlingen, Avocados. Also ein richtig fetter Beutel, damit ich erstmal 3 Tage mich voll verpflegen kann, ohne was zu besorgen. Weil ich ja nicht weiß, was mich erwartet und was es dort so gibt für mich. Neues Campingbesteck habe ich mir auch gekauft. Das ist übelst praktisch für ein Festival. Vor langen Fahrten oder Reisen esse ich meist ein ausgiebiges Frühstück. Also so ein normales Müsli, was ich mir mache, aus gekeimtem Getreide und Nüssen und Obst und Nussmilch und Chiasamen. Und dann nehme ich mir auch noch einen Rest mit auf die Fahrt, damit ich unterwegs was habe. Und auf der Fahrt wird auch immer meist irgendwas Kleines gesnackt. Wir hatten Kirschen dabei. Das ist die Dina. Die fährt Auto. Nein. Schlecht. Ja, dann sind wir auf dem Gelände angekommen und mussten erstmal in einer langen Warteschlange warten, weil wir voll in der Rush Hour angekommen sind, wo natürlich alle rein wollen und ihr Ticket haben wollen. Ich habe gerade mein Ticket abgeholt bei der Botschaft und jetzt geht's los zur Fusion. Dann waren wir endlich drin und konnten nachts im Regen unser Zelt aufbauen. Dann hatte ich noch einen kleinen Snack dabei und schnell gegessen und dann ging's los. Gelände und ganz tolle künstlerische Bühnen, Areas zum Ausruhen, dort wo die Post abgeht. Jeder Musikstil dabei, völlig egal ob Metal oder Elektro oder Hip-Hop oder Funk, Afrobeat. Ganz viele liebevolle Menschen und natürlich auch viel, viel Essen gibt es auf der Fusion. Es gab sehr viele unterschiedliche Stände und ganz unterschiedliches Essen, zum Beispiel Arabisch oder sehr viel, also es gab nur Veganes und Vegetarisches auf dem Festival, gar kein Fleisch. Trotzdem musste man als Rohköstler ganz schön aufpassen oder sich eben einfach suchen, wo man sein Essen herbekommt. Zum Beispiel gab es überall Energiebälle, aber es waren nicht alle roh. Da musst du schon genau nachfragen, was drin ist und wie es gemacht ist. Nachts, wenn ich Heißhunger hatte, hatte ich einen Salat mit Couscous gegessen. Das sind eben so Abstriche, die man dann macht. Und deswegen habe ich meine volle Tüte dabei, dass ich mir hauptsächlich mein Essen immer machen kann, dass ich mir mein Müsli machen kann und einen Salat zwischendurch. Guten Morgen! Guten Morgen!
lecker Ravioli, kalt aus der Dose. Ruhe Ravioli gibt's bei Robert. Ja, Hammer. Gibt's mittlerweile schon aus der Dose. Italienisches Feingericht. Bei mir gibt's Energy Balls, die habe ich mir noch selber gemacht, und mein Obst- und Gemüsebrei. Lecker Schmecker, bis denn. Sonst findest du an jeder Ecke Smoothies, Wasser, frisch gepressten Orangensaft. Dann kannst du auch Obst auf dem Gelände kaufen. Ich habe mir ganz oft eine Banane gekauft als Snack. Das wird jetzt mein Abendbrot. Es gibt ein großes Zelt, das Konsumzelt, und da kannst du dir auch, wenn du willst, dann noch Salat und Gurken holen und sowas. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie viele frische Sachen es gab auf der Fusion und wie gut man sich eigentlich dort verpflegen kann. Und auch günstig. Wir hatten auch teilweise Foodsharing gemacht, dass manche Leute was übrig hatten und uns gegeben hatten und wir dann getauscht haben, was wir nicht mehr brauchten. Und besonders cool war das Fahrrad, mit dem ich selber meinen Smoothie gemixt habe. So kann man ganz einfach ohne Strom seinen Smoothie selber machen. Und davon, von diesen Fahrrädern, gibt es auch ganze Waschmaschinen und so, ohne Strom betrieben. Total cool. Was auf der Fusion auch noch wichtig ist, habe ich gemerkt, sein eigenes Klopapier dabei zu haben. Weil man auf den Dixies sowieso nie was findet und ja, das dann schwierig ist. Das lasse ich vielleicht raus. Puller-Geschichten. Was auch eine super coole Sache ist, sind die Kompoletten. Das ist das Öko-Klo auf der Fusion. Das funktioniert nicht mit Chemie, sondern einfach nur mit so einer Art Späne. Und super easy, stinkt nicht, ökologisch, total cool. Feste Schuhe sind auch wichtig auf der Fusion. Eigentlich auf jedem Festival. Ja, und zwischendurch hatte ich mal Pause gemacht an der Ladestation, um mein Handy wieder zu laden und dann eben was gesnackt und mit Leuten gequatscht, und dann ging es auch wieder weiter. Am letzten Tag habe ich sogar einen ganz tollen Stand gefunden. Dort gab es einen Rohkost-Schoko-Cake und ich habe das allerletzte Stück abbekommen. Total genial und zwar sehr, sehr lecker. Und Superfoods hatten die hatten so kleine Päckchen abgepackt, wo du deinen Smoothie machen konntest oder das mit ins Müsli rein. Sehr, sehr gut. Also allgemein war es musikalisch und von den Leuten her und vom Essen super genial auf der Fusion und kann es euch so empfehlen. Und ich werde nächstes Jahr sehr, sehr gerne wieder dort sein, wenn ich ein Ticket gewinne. Ach ja. Die Fusion wird ja immer so viel mit Drogen verbunden. Und das ist totaler Quatsch, weil die Menschen sind sehr nett und liebevoll, herzlich und teilen. Ich fand's super chillig und sehr cool. Und ich selbst habe nichts konsumiert und nichts genommen. Und du kannst das Festival übelst genießen. Jetzt gebe ich euch noch ein paar Eindrücke vom Gelände und von der Musik und was für coole Sachen dort gibt.
So, das war mein kleiner Ausflug zur Fusion. Ihr konntet ein bisschen dabei sein und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ach ja, und ich will ein großes Dankeschön sagen an den Titus. Wie heißt dein Kanal? Titus Fotografie. Ja, also ein sehr großes Dankeschön an Titus Fotografie, dass er mir hilft, zwischendurch, bis ich mir eine neue Cam hole, dass wir zusammen Videos drehen und noch ein paar mehr Rezepte rausbringen können. Also, thanks. Den Link gibt's unten in der Beschreibung, da könnt ihr auch mal bei ihm vorbeischauen. So, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf und auf euch. Bye! Da fährt ein Auto durchs Bild. Na gut, da haben wir jetzt halt ein Auto im Hintergrund. Da haben wir. Das war jetzt sächsisch. Das Ende ist immer das Schwierigste. Ihr wart dabei? Nee. So, wir haben es auch gar nicht gefilmt, hey. Ja, eben. Also scheiße. Nochmal. Tina ist total verrückt. Sie macht YouTube-Videos von sich. Hab ich mal selbst und verbindet vergessen. Sie mit ihrem Rockrock. Roman. Hallo. Ich habe meinen Text vergessen. Text? Irgendwas mit Pornorama. Schlechte, ich habe nur schlechte Darstellung. Ja. Wofür bezahlt ihr? Zeltplatz. Ich weiß es nicht. Wunderschön. Auto. Mensch. Einer der Pudding. Komm. Oh, da ist schon einer. Zoom. Ach, Zoom. Das ist von mir.